Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute einen Geldautomaten für euch, einen Geldautomaten für zu Hause. Das ist eine elektronische Spardose, die funktioniert mit einem persönlichen PIN. Die hat einen Münzzähler, genauso wie einen Zähler für die Banknoten. Außerdem gibt es noch Sound dazu. Hergestellt wurde das Ganze von Idena Spielclub. Ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Und glaubt mir, mit dieser Spardose, da könnt ihr jegliche Diebe von abhalten, an euer Geld zu kommen. Die ist echt sicher, würde ich mal sagen. Man kann, glaube ich, nicht über so ein Münzfach das Geld rausbekommen, ohne dass man den PIN eingibt. Wir packen die Spardose jetzt einfach mal aus und schauen uns an, was sie so kann. Das ist ja jetzt also unser Geldautomat für zu Hause in einem knalligen Rot. Dazu gab es noch diese Bankkarte. Die sieht gar nicht aus wie eine EC-Karte oder Kreditkarte, sondern eher wie so eine Eintrittskarte für ein Fahrgeschäft auf dem Rummel. PIN-geschütztes Kartensystem. Ganz gut ist es auf jeden Fall, dass hier schon mal die Anfangs-PIN, also die vorher eingestellte PIN draufsteht, viermal die 0. Wir können diese PIN dann ändern. Die Karte gehört hier oben so rein in den Schlitz. Hier oben haben wir dann, wie gesagt, den Geldschlitz, hier das Münzfach. Noch ist unser Bankautomat, unser Geldautomat noch nicht an. Wir müssen nämlich erstmal Batterien reintun. Die kommen hier hinten rein und dann funktioniert das Ding auch einwandfrei. So, Batterien sind drin und jetzt sehen wir hier eine Uhrzeit. Die können wir hier noch einstellen, wenn wir wollen. AM für den Morgen, also 12 Uhr mittags ist es jetzt quasi und nicht nachts. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Uhrsymbol. Wir haben hier übrigens auf den Tasten auch noch richtig die Beschreibung der Tasten auf Deutsch. Geld abheben, Scheine einzahlen, Tage bis Ziel, Uhrzeit, Datum, Alarmrechner, Ziel Ersparnis, Betrag bis Ziel, Passwort, Guthaben und CEC, was auch immer. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, dann weiß man immer, wofür die einzelnen Tasten sind. Wir hatten euch schon mal so einen Bankautomaten oder Geldautomaten vorgestellt, der war ein bisschen anders. Da gab es hier nämlich Symbole, aber so weiß man auf jeden Fall, was bedeutet. Mit diesem Geldautomaten kann man übrigens auch sparen, in dem Sinne, dass man sich ein Ziel setzt. Wenn man sich zum Beispiel einen neuen Pullover kaufen möchte, vielleicht eine DVD, irgendein Konsolenspiel oder was auch immer, was man für Ziele, Träume hat, die man sich nur mit Geld erfüllen kann. Da kann man das eingeben, beispielsweise ich brauche 50 Euro oder sowas, gibt es dann hier ein. Zum Beispiel 50 Euro. Da müssen wir vielleicht nochmal die Anleitung lesen. Da habe ich mich verdrückt. Wir müssen nämlich als allererstes Zielersparnis drücken. Zielersparnis sind, 2 Sekunden gedrückt halten. 50 Euro und dann die Taste nochmal drücken, um dann die Tage festzulegen, wie lange man braucht, eventuell um 50 Euro zu sparen. Sagen wir mal, vielleicht so 90 Tage, schätze ich jetzt mal 3 Monate ungefähr und dann drückt man das Ganze nochmal, dann steht hier Betrag bis Ziel. 50 Euro müssen wir noch sparen, weil wir noch gar kein Geld reingetan haben. Und Tage bis zum Ziel sind 90 Tage, weil wir das heute eingestellt haben. Morgen würde dann 89 stehen. Jetzt werden wir mal Geld einzahlen. $0,05 habe ich jetzt eingeschmissen. Hier nochmal 1 Cent. Und einen weiteren. Hat er das gar nicht erkannt. 8 Cent habe ich jetzt reingeschmissen. Deshalb müssen wir jetzt noch 49,93 Euro für unser Ziel zusammensparen. Wir werden jetzt mal schauen, wie wir das schaffen, Geld abzuheben. Also ich stecke die Karte nochmal rein. Wenn wir Geld abheben möchten, drücken wir als erstes hier auf Geld abheben, diese Taste hier. Dann müssen wir den Betrag eingeben, den wir abheben wollen. Dann sagen wir mal 7 Cent. Oh, hat nicht geklappt. Nochmal. Machen wir mal 5 Cent. Bestätigen. Funktioniert nicht mehr. Ah, ich krieg mein Geld da nicht mehr raus.
Okay, ganz ruhig. Es ist zwar nicht viel Geld, aber ich möchte es trotzdem wieder haben. Geld abheben. Bestätigen. Ah, jetzt können wir das Geld rausholen. Wenn das Lämpchen leuchtet und hier in diesem Fach ist auch unser Geld drin. Da ist es. Können wir also einfach ganz bequem wieder rausholen. Den PIN, den kann man übrigens auch ändern. So ist es nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand den PIN schon weiß, oder ihr wisst es ja alle, 0000, der ist von vornherein eingestellt. Ihr könnt euch aber auch einen ganz persönlichen PIN machen und dann kommt auch niemand an das Geld ran. Wenn man die Karte hat, wird das Ganze schon ein bisschen einfacher, aber man braucht wirklich PIN und die Karte. Sonst ist das Geld für immer in diesem Geldautomaten gefangen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wofür ihr Geld sparen würdet. Habt ihr irgendwelche Träume, Wünsche, die ihr euch verwirklichen möchtet? Dann wäre vielleicht so eine Spardose genau das Richtige, damit man nicht mehr an das Geld kommt, um vielleicht doch nochmal eben zum Kiosk zu flitzen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!